Und damit herzlich willkommen zu Let's Play OMSI 2. Oh, eine reguläre Folge. Unglaublich, wir befinden uns auf Bad Hügelsdorf oder auch Bad Hügelsdorf. Zusammen mit Nick und Stefan und einem total hässlichen Hemd. Ich weiß das, aber so laufe ich heute halt rum. Willkommen ihr zwei, hallo. 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 Der Nick fährt nix, der hängt im Editor rum und kriegt die Krise. Richtig. Und der Stefan hat eben seine Mutter ausgemacht. Hat der Mama den Gar ausgemacht. So, wir fahren die Linie 316 natürlich. Von der Kleingartensiedlung zum Hauptbahnhof. Abfahrt ist um 15.40 Uhr. Wir stellen die Uhr vor auf 8.30 Uhr. Dann dürfte der Kollege da hinten auch verschwinden. Ja, tut er. Ja, und das Lenkrad ist wieder nicht aktiviert. Mario kann das. Typisch Mario. Und ich hatte mich eben schon gewundert, warum habe ich keine Geräuschkulisse von den Pedalen. Aber Mario kann das. Ja. So, Bad Hügelsdorf. Schöne Küti. Ja. Falls sich jemand fragt, Andi und Nick haben mal vorgeschlagen, wir könnten doch alle Vokale durch Üs ersetzen. Andi und Nick? Andi und Stefan. Ich bin nicht so bekloppt. Ja, Andi und Stefan. Und irgendwie hat sich das jetzt durchgesetzt. Warum auch immer. Kann ich mir gar nicht erklären. So, das Mikrofon könnte ich noch mal näher rannehmen. Hallo. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Steigen Sie ein. So. Ja, Repaint, ne? Sonnenbrandrot mit grünen Streifen. Und wir fahren die Version vom Stefan mit Gift Orange. Mit iBox, Fergo. Juhu! Juhu! Und weißer Matrix. Juhu! Juhu! Ja, ich mag den Bus. Das, kann ich nicht abstreiten. Weiß ich, bist du nicht der Einzige. Ja, Karte müsst ihr übrigens in Omni Navigation nicht mehr einpflegen. Gestern gab es ein Update, Karte ist drin. So, ich bin die Karte noch... Ah, da meldet sich die iBox, dass ich abfahren darf, danke. Ich bin die Karte noch nicht gefahren, der Nick ist schon mal gefahren, der Stefan ist schon mal gefahren, nur ich noch nicht. Nein, bin ich noch nicht. Ah ne, du hast nur gesehen beim Lumpi, ne? Ich hab's bei Lumpi gesehen, ja. Genau. Nick, wie ist denn so dein Eindruck? Ja, ich weiß nicht. Ich kann mit der Karte halt irgendwie nicht besonders viel anfangen. Also ist irgendwie einfach nicht so mein Fall. Okay. Ich kann auch irgendwie gar nicht so genau sagen, warum. Es ist halt einfach... Ich verspüre nicht so den Reiz, noch eine Runde zu fahren. Das ist es halt. Okay. Aber warum genau, kann ich irgendwie gar nicht so wirklich sagen. Okay. Ja, ich habe sie noch nicht gefahren. Oh Gott, sind das riesige Blumen! Habe ich doch gestern schon gesagt. Holla die Waldfee. Naja, ist mal was anderes. Ich bin ja mal gespannt. Bin ja wirklich mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Ja. Ich hätte übrigens dran denken sollen, mein Lenkrad umzustellen. Ich habe, glaube ich, noch 400 Grad anstatt 900 so, drin. Cars, Einstellung drin. Ja, ich glaube ja. Ja, ist egal. Machen wir jetzt so. Kriegen wir schon hin irgendwie. Da fährst du ja besser damit. Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee, irgendwie nicht. Aber geht. Irgendwie nicht? Irgendwie nicht. Nö. Sie nicht, schüsse. Oder geht aber ganz schön hoch hinaus hier, ne? Ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe gestern, heute Morgen noch Bauchschmerzen gehabt. Ja? Vom Lachen? Aufstehen, ja. Aber die zwei sind zwar nicht mehr stärker, aber... Okay. Das Zwerchfell tat auch schon ganz schön weh. Ja, also wir haben das im Livestream vom Lumpi gemacht, die ganze Zeit und wir haben das mit der Community so extrem gefeiert. Das war schon nicht mehr schön. Wow, ein Feuerwehrauto! Ja, das ist das von Bürger Söni. Egal, steht 112 drauf. Ich weiß, umrepainted. Ja, finde ich cool. Feuerwehrauto.
Und schon wieder riesige Blumen. Ich werde Feuerwehrmann. Ich werde Feuerwehrmann. Ja, so ungefähr. Werde Feuerwehrmann. Nick, was machst du denn im Editor? Er probiert. Er spricht hier mit uns. Nö. Ja, doch. Ich probiere mich mal irgendwie so ein bisschen am Kartenbau. Wow, was baust du denn? Freiburg? Real? Ja, alle Linien. Ist morgen fertig. Ja, genau. Kommt morgen im OMSI-Forum. Bim, bim. Toll, das hört man jetzt in der Aufnahme, toll. Ja. Toll, Stefan, toll. Toll, Stefan, toll. Toll, Stefan. Gut gemacht, Stefan. Weiß. Mario, tut mir leid. Ja. Okay, so ganz ist die Karte aber nicht in Omni-Navigation. Ah, doch, dahin. Ah ja, okay. Da gab es wieder Probleme mit der Übernahme der Roadmap, wie ich sehe. Aber gut. Jetzt wollt ihr hier nicht rein, oder was? Muss ich noch weiter vorfahren? Nur für die Oma hier, oder was? Oh Gott, was für ein blöder Witz. Hallo. Ich ein blöder Witz. Omi, noch näher kann ich nicht ran. Ich? Warum nicht? Ah, wer ruft denn jetzt an? Moment. Ach so, ja, da gehe ich kurz dran. Kann ich dich zurückrufen in einer halben Stunde? Ja. Ja, kann ich auch am Sonntag machen. Ja, alles klar. Ja, bitte, tschüss. Mamuschka. Ja, war Mama. Lustig. Die OMSI-Leute scheinen Angst zu haben vor meiner Mama. Denn so? Mama ruft an, OMSI-Leute gehen zurück in die Haltestelle, kommen zurück und steigen jetzt in den Bus. Werde ich ihr am Sonntag berichten. Mama, OMSI-Leute haben Angst vor dir. Ja, ich habe noch die alten die Lenkrad-Einstellung von Project Cars. Ich brauche das Lenkrad nur leicht antippen und es bewegt sich. Voll gut. Gasthaus zum Trauben. Gasthaus zum Trauben. Und die Ansagen sind aber ganz nett. Das ist eine weibliche Stimme, oder? Ja. Hab ich ja gesagt. Endlich mal gesagt, das wäre die von Julingen, aber... Nee. Julingen, die gute Julia... Hat selber gemacht, ja. Hat ihre Ansagen selber gemacht. Hat sie euch geantwortet? Nein. Ist schon ein paar Wochen wieder her. Ja, ich werde nochmal was schicken. Hallo. Im Moment wird ja an Julingen nicht weiter. Eine Stundenfahrt bitte. Eine Stundenfahrt bitte. Oh, sogar eigene. Ich brauche eine Bootsstimme. Teilweise eigene Fahrgaststimmen. Ja, nett. Neue Fahrgaststimmen, ja. Nett. So, irgendwie muss ich das Mikrofon ein bisschen höher machen, sonst komme ich da immer wieder dran. Moment, das will ja keiner. Huch! Nein, ich will es aber hier nicht aus der Verankerung heben. Hallo, bist du bekloppt? Oh. Das nenne ich ja mal Live-Aufnahme. Ja, es tut mir leid. So, jetzt dürfte es funktionieren, so ein bisschen. Ich hoffe, man hört mich noch gut. Wenn ich ein bisschen doof kriege, dann tut es mir leid. Aber müsste gehen. Ihr hört mich aber noch gut, ne? Ihr zwei. Ja, wir hören dich. Yes. Also ich höre dich. Ich weiß nicht, wie so dick aussieht. Okay. Ja, ich höre dich. Okay, die Steigung hier ist ein bisschen, extrem. Ja, auf der 314 gibt's eine Steigung, die ist sehr steil. Aber das wäre so eine Steigung gewesen, da wäre Tarek mit seinem Solaris nicht hochgekommen. Das ist ja ein Livestream, oder? Ja. Ja, was ich so bis jetzt gesehen habe, die ersten paar Meter,
gut, es ist nett. Ja, es ist nett, ja. Ist nett. Man kann ein bisschen was, man kann sogar ein bisschen noch was draus machen. Ja, also da ist auf jeden Fall Potenzial drin. Ja. Ich finde sie jetzt nicht schlecht. Die haut eigentlich vom Stuhl. Genau. Aber für ein Erstlingswerk kann man schon mal sagen, okay. Ja, doch. Hat was. Ja gut, hier ist so viel Gebirge, ne? Da hätte man vielleicht... Ja, ich finde halt auch die Straßenverläufe teilweise was komisch. Ja. Also, ich weiß nicht. Auch so, dass man im Überland halt ständig nur am Lenkrad kurbelt, weil überall nur Kurven sind. Ja gut, das stimmt. Ja. Ist irgendwie nicht so ganz mein Fall. Ja, ich muss ja nicht kurbeln. Ich habe bei 400 Grad eingestellt. Ich muss nur antippen. Ja, aber ich habe schon gestern zu Nick gesagt, da wird der A20 und der Ü gut draufpassen, der Facelift. Ja. Stimmt wohl. Ja, oh, jetzt geht's hier auch noch so steil bergab. Gut, Kannst du rollen lassen. Nee, da muss ich bremsen. Weil direkt danach eine Bushaltestelle kommt. Ach ja, ich weiß nicht, wo das ist. Welche Linie fährst du? Die 316. Na gut, das ist die andere. Du bist da mit 314 gefahren. Ah, und hier ist die 307. Ah, mit Wechselziel sogar. Sehe ich gerade, wo sie gerade hier steht. Wechsel doch mal aufs Hauptziel zurück. M-Bertha-Platz über Fachhochschule. Nett, mit Wechselziel. Ja. Finde ich okay. Warum nicht? Kann man machen. Und dahinter kommt direkt die 314, ne? Kann das sein? Ja, 314. Auch mit Wechselziel. Hey, fahr doch nicht durch. Arsch. Also mit dem Mikrofon gefällt mir aber irgendwie immer noch nicht ganz. So, jetzt ist gut. Jetzt ist... So, Poppenschutz noch ein bisschen umändern. So, Poppenschutz. Ja, der beste Haltestellenname ist ja im Elend. Feuerwehr! Ja. Im Elend? Ja, das gibt's hier nicht, auf der 314, im Elend. Okay, im Elend. Das habe ich öfter, wenn ich mit Stefan rede. Danke. Die letzte Haltestelle vor der Endstation, 314. Malk Kirche. Ach, okay. Wow, also mit dieser 400-Grad-Einstellung mit dem Lenkrad, das ist ein bisschen blöd gemacht. Bin ich aber jetzt selber schuld, weil ich nicht umgestellt habe. Aber gut. Kann passieren. Ist halt noch Project Gas-Einstellung. Boah, das ist ja ein Fahrstil, nicht zum Aushalten. Oh, wie geil, mit Akzent. Boah, das ist ja ein Fahrstil, nicht zum Aushalten. Echt jetzt? Ja. Ich glaube, ich muss doch mal spielen. Aber also die kann man sich gut auf andere Karten einbauen. Ja, aber das sind so Details, die ich halt ganz nett finde. Ne? So eigene Ansagen, Ansagen halt mitgeliefert und halt so fahrgaststimmtechnisch ein bisschen was gemacht. Und ich finde jetzt so den Überlandbereich hier, finde ich, ganz nett ausgeschmückt eigentlich. Mist, ich bin an Halsschleife vorbeigefahren. Ja, ist schon. Bis auf, dass halt die Blumen ein bisschen zu groß sind. Mist, ich bin an der Abfahrt vorbeigefahren. Und dass es halt eine Kreuzung gibt, wo rechts vor links ist, wo Nick gestern auch schon davor stand, wo du wirklich nicht rauskommst. So, ich muss jetzt mal das Taxi rammen. Entschuldigung, Taxi, aber du stehst mir beim Rückwärtsfahren im Weg, sonst komme ich da nicht rein. Und Lumpi stand an der Ampel, die dich umschaltet. Ja, das sind natürlich dann Dinge... Aber die kann man ja nachträglich ändern. Die man fixen kann. Ja. Das ist ja... Ne, ich glaube jetzt auch nicht, dass er da großartig Beta-Tester hatte. Gibt doch keine Map, die zu 100%ig wirklich alles stimmt. Nee. Das ist... Gerade wenn es große Maps sind. Wie Alheim-Lauritzbach, Alheim... Dette Dreieck. Ja. Ja, super. Busfahren ist ja nicht so ihr Ding, wa? Busfahren ist ja nicht so ihr Ding, wa? Bei Payware sollte schon alles stimmen, aber... Ja, ja. Das muss ich mal gerade gucken. Muss ich jetzt... Rechts?
Ja, super. Farbige Pfeile und ich weiß aber nicht, welche Farbe für welche Linie ist. Das habe ich gestern schon mal gehört. Das. Ja. Aha, Moment. Ich glaube, blau ist für die Nachtlinie. Nein, grün. Ach, grün. Ja, grün ist für die 316. Ah, ich muss erst nach rechts. Alles klar. Also ist blau doch für die Nachtlinie. Ja, keine Ahnung. Gut, ich muss also erst nach rechts. Ja gut, im Omni-Navigation ist es eingezeichnet, aber ich kann nicht erkennen, ob der Knick da erst nach rechts geht oder keine Ahnung. Das ist da ein bisschen schwer. Aber ich kann mir ja die Linienfarbe, könnte ich mir ja mal ändern, auf weiß oder so, das sehe ich dann ein bisschen besser. Wäre ja mal eine Maßnahme, ne? Wäre eine Maßnahme, ja. Die ich mal ergreifen könnte. Aber nicht musst. Aber kann. Nee. Kann. Kün. Üne müs nüme die grüfe kün. Genau. Ja. Ach ja, wir fahren jetzt nach Malk rein. Nach Mülk. Mülk. Mülkste Hüt, Mülk, Mülkt. Stell dir echt mal vor, wir machen solche Ansagen. Ach du Scheiße, ey. Wir würden sie jetzt die ganze Zeit klären, wir würden sie alle nur kaputt lachen. Ah, hier muss ich jetzt einmal um Pudding fahren, ne? Ja. Weißt du, ich weiß das, solche Ansagen machen wir für Grafenberg. Ja. Ja, LKW. Was ist jetzt da? Fährst du heute noch, oder? Ja, ich weiß, ich fahr scheiße, soll ich machen? Ja, ordentlich fahren. Das musst du dem LKW vor mir sagen. Ja, sag ich dir. Ja, mein Gott, das ist halt um sie... Aber hier auch so Malk ist auch ganz nett gemacht, gut. Ich hab nur die 314 gesehen. Wie gesagt, es gibt natürlich Verbesserungsbedarf, den gibt es immer. Es ist ja auch Version 1. Eben. So macht man sich halt die Kleinigkeiten selber. Genau. Ja, so eine Ampelschaltung oder so, das kann man dann schon schnell selber fixen. Ja. Ich glaube, das könnte sogar Nick mit ein bisschen Erklärung. Das kann ich mir vorstellen, mm-mm. Ja. Mhm, bestimmt. Da glaube ich auch ganz, ganz, ganz stark dran. Ja, guck mal, wie wir an dich glauben, ja? Ja. Nick, du schaffst das. Oh, diese 400-Grad-Lenkung, das ist echt übel, ey. Das ist wirklich übel. Ja, war klar, dass ich den berühre. Oh, Mann. Unfall 3. Mühe Kündis. Mühe Kündis? Ja. Der Mühe Düftis. Ja, aber mit den Haltestellenpunkten, das stimmt auch was nicht, ne? Also mit den Bastops oder was? Mit den Bastopwürfeln? Ja, oder bin ich... Wieso, stimmt die Anzahl? Nein, die Haltestellenwürfel stimmen. Ich bin falsch abgebogen. Ich hätte hier lang fahren müssen und bin genau in die falsche Richtung gebogen mit dem Bus. Hahaha, ich hätte in die andere Richtung gemusst. Tja. Egal, dann sind wir jetzt mal entgegengesetzt gefahren. Erklärt auch, warum keiner einsteigt. Und warum keine Haltestellenansage kommt. Hahaha. Habe ich ja toll hingekriegt. Toll, Mario. Wie du immer sagst, schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Ja, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ach, Mann. Ich dachte, es wäre Einbahnstraße. Es sah aus der Ferne für mich so aus.
Hätte ich vielleicht daran erkennen können, A, ist die Straße sehr breit und B, ist da kein Schild von wegen Einbahnstraße. Ja gut, das hat ja nichts zu bedeuten, weil die werden ja schon gerne mal vergessen. Ja, ja gut, das stimmt schon. Naja, dann hat Mike jetzt mal keinen Bus zum Hauptbahnhof, müsste eine halbe Stunde warten. Oder 20 Minuten. Oh, ans Mikro gekommen. Entschuldigung. Mal Grundschule. Nein, nicht Grundschule. Ich bin schon woanders. Und du bleibst stehen und hast den Fahrplan. Mal Grundschule. Nö, der wechselt ja gleich die Ansage irgendwann. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech. Dann ist die Ansage jetzt immer Malk Grundschule. So, aber hier bin ich jetzt wieder richtig, ne? Ja, hier bin ich richtig. Nasi, was geht? Nasi, was geht? Was ist mit dir los, Alter? Ich glaube, ich muss mir die mal anhören. Nasi, was geht, sagt er zu mir. Die Ruheauer war ja schon nicht schlecht, aber... Da sagt der Nasi, was geht? Ich glaube, ich werde bekloppt. Ja, irgendwie hat er jetzt Malk Grundschule, hat er sie jetzt festgefressen. Ajo, du wirst bekloppt? Na, ich bin. Ich wollte schon sagen. Gut, dass du es noch selber gemerkt hast. Malk Grundschule. Ja, meine Damen und Herren, wir halten heute nur noch an der Grundschule. Egal. War aber auch mein Fehler. Okay, das Ortseingangsschild sieht ein bisschen komisch aus. Mein Bus ist kaputt. Ohne dass ich was gemacht habe. Er zeigt mir einen Fehler und er gibt kein Gas mehr, das ist gut. Aber damit schaffe ich es doch um die Kurve! Nein, schaffe ich nicht. Na komm! Gib dir gefälligst Mühe! Okay, er gibt sich keine Mühe. Und tschüss, Motor. Motorfehler. Machen wir Warmblinkanlage an. Mit dem blinkenden Warmblinkertaster. Ja. Den Mario so liebt. Ja. Ausfall-Motorregelung. Das ist gut, ne? Ist ja gut, ja. So, einmal reparieren. So, dankeschön. Ha! Ich bin ein wunderbarer Mechaniker. Ich kann zaubern. Aha. Ja, du kannst Luft zum Stinken bringen. Ja, nicht nur das. Ich wollte gerade sagen. Ich schaff's auch, dass Busse sofort mit einem Klick wieder funktionieren. Ne? David Mayofield. So, kann ich denn die Haltestellen hier weiterschalten? Nee, das ist nicht mehr mal Grundschule. Geh da weg, mach das weg. Nee, nicht mal Kirche. Da in die Richtung bitte. Statt... Ah, damit. Nee, er hängt an der Grundschule. Doch, jetzt. Ja, mit Q kannst du nicht weiterschalten. Nee, wo bin ich denn jetzt hier? Du musst auf der Ticketbox direkt weiterschalten. Ja, alte Ziegelei bin ich jetzt. Ja, richtig. Dankeschön. Nee, stimmt, mit Q wiederholt er die Ansage dann, ne? Ja. Moinsen. Moinsen! Schlecht finde ich das nicht. Es ist von der Gestaltung her, finde ich es in Ordnung. Ja, habe ich gestern auch gesagt. Von der Gestaltung her ist es schon einigermaßen in Ordnung. Bis auf halt die großen Blumen. Ja, gut. Und du siehst nur an einer Stelle Backdrops. Ja. Oh, da ist auch ein Bus mit einem anderen Repaint unterwegs. Irgendwie. Mit einem roten. Es sind doch nicht mal die Standard-Backdrops, sondern es ist irgendwie. Es hat dick gesagt Felder, oder? Ja. Ist ja auch. Oh, hat ja auch mal was. Ja, aber sie stehen halt etwas zu nah dran. Okay. Ja, hat ja auch mal was. Gut, klar. An Marius oder Odershell kommt es natürlich nicht rein mit dem Überland, das ist klar. Aber nee.
Er hat heute neue, Bilder gepostet. Ja, muss ich mir noch angucken. Er wollte, das hat mich vorhin gefragt, er wollte irgendwie, dass er ein Meer, das Map an ein Meer grenzt. Da bin ich gesagt, ach klar. Oder Stadt hört sich aber nicht irgendwie an, als ob das eine Stadt am Meer wäre. Nee, irgendwie nicht. Eher bayerisch oder so. Arbeitersiedlung. Oder halt Baden-Württemberg oder so, aber nicht am Meer. Ja. So, jetzt stehe ich hier an der Kreuzung. Ich hoffe, die Ampel schaltet. Oh, sogar die Feuerwehr hat Sirenen. Ja, ja. Die habe ich bei der Grafenbergwelt auch schon mal drauf gehabt. Finde ich nett. Hat Adelheim Laurenzbach nicht. Stimmt, du kannst aber einfügen. Kannst du. Aber hier ist es halt schon. Ja. Unfall Nummer 4. Nein. Okay, hier ist der Winkel ein bisschen scheiße, weil dann gehen die da noch über die Ampel. Das Taxi hat gerade eine Vollbremsung gemacht, aber hat gepasst. Arbeitersiedlung. Irbüte Südling. Was hat man an die Folge geschrieben? Bezirksregierung. Genau. Ah ja, okay, hier laufen sie quer über die Straße, das ist natürlich nicht so schön. Nur weil das eine Arbeitersiedlung ist, jute Leute, liebe Leute, heißt das nicht, dass ihr einfach über die Straße rennen dürft. Hier ist Spielstraße, oh, okay. Oh ja, für Spielstraße ist der KI-Verkehr aber ein bisschen flott unterwegs. Freunde, Schrittgeschwindigkeit in der Spielstraße. Ja, Standgas. Durch die Spielstraße fährt normal, so ein Bus sowieso nicht durch. Tja, hier schon. Was dann doppelt gefährlich für die Kinder ist. Ja, beim Bus ist das Verletzungsrisiko nicht so hoch. Nein, da ist das Draufgehrisiko höher. Also wenn ein Ball auf die Straße rollt und du hinterher rennst und von einem PKW erfasst wirst, das ist schon was anderes, als wenn dich ein Citaro trifft und du unter den rutschst. Also wenn ein Auto drüber rollt, überlebst du unter Umständen. War schwer verletzt, aber du überlebst. Beim Bus... Könnte das fragwürdiger werden. Brüste, wenn alle Knochen im Leib, das ist sicher. Ja, weißt du mal, wie das ist, wenn so ein paar Tonnen über dich drüber rollen, ne? Ja. Suchst du dir deine Freundin, wenn du älter bist, genauer aus? Du diskriminierst schon wieder Dicke. Nein. Du diskriminierst mich. Das ist was anderes. Ach so, alles klar. Es macht ja wohl einen himmelweiten Unterschied, ob ich Dicke oder Stefans kritisiere. Also das möchte ich hier mal festhalten. Achso, wieder mit zweierlei Maß gemessen. Ja. Einmal mit Maß White und einmal mit Maß Original. Bergfahrt. Das ist aber nicht wahr. Bin ich am Bergfahrt. Ups. Mist, bin ich auch falsch gefahren. Plus 13? Wie das denn? Weil der irgendwie wahrscheinlich im Fahrplan noch ein bisschen hängt. Kann das? Weil plus 13 kann nicht sein. Da stimmt wahrscheinlich was mit dem Fahrplan nicht. Vielleicht auch, weil ich die zwei Haltestellen übersehen habe. Das könnte natürlich gut sein. Weil er schaltet... Du bist auch falsch gefahren. Ja, deswegen, weil er schaltet ja auch nicht automatisch weiter. Aber plus 13, Frechheit!
besoffen. Der Scheiße. Ich fährt ja, als wäre er besoffen. Meine Güte, der fährt ja, als wäre er besoffen. Okay, das hat was. Das hat was. Ja, aber mit den Haltestellenwürfeln, da scheint was nicht zu passen. Die KI ist nicht immer gewillt einzusteigen. Obwohl sie an der Haltestelle eindeutig steht. Und da ist es egal, ob ich näher ranfahre oder wenn ich jetzt noch ein Stück vorfahre. Das passt wohl nicht so ganz. Also anständig da vorne. Ah, oder er will halt einen anderen Bus. Was? Schreit der Fahrgast mich an? Hey, fahren Sie mal anständig da vorne jetzt. Alter. Du kleiner Hoden. Hier guckt jemand zu bei Steam. Scheiße, ich hätte das so machen müssen. Dass keiner zuschaut. Mir keiner zuschaut, genau. So hätte ich das machen müssen. Nick ist heute nicht sehr gesprächig. Nee. Nee, ich war auch gerade ganz kurz AFK und ich weiß auch nicht so richtig, was ich erzählen soll. Nick, irgendwie. Erzähl mal ein Schweig aus deiner Jugend, ist ja noch gar nicht so lange her. Babuschka, Babuschka. Finde den Fehler. Ich kann machen, dass Luft stinkt. Passiert irgendwie häufiger. Ey, soll das heißen? Willst du sagen, willst du jetzt andeuten, ich bin ein Schwein oder was? Das hast du jetzt gesagt. Ja, aber. Aha, ich habe grün! Grün? Grün hab ich! Hauptbahnhof, Endstation! Oh! Aus der Erde, Körperverletzung! Kann nicht teilen, auf der Station. Machen Sie die Tür auf und lassen Sie mich raus. Fahrstil geht gar nicht. Ich fahre auf einer anderen Map. Bergfahrt. Jetzt sagt er immer nur Bergfahrt, Mann. Bergfahrt. Nein, sag doch mal Hauptbahnhof. Ich will das hören. Hä, warum? Ich will wissen, ob der irgendwas sagt von wegen Endhaltestelle oder so, weißt du? Ach so, sind wir schon da oder wie? Ja. Ja, Mensch, Nick, du hast die ganze Aufnahme verpennt. Ja, das stimmt nicht. Ich habe einfach gespannt zugehört. Nee. Irgendwie will er nicht. Egal, dann lassen wir die Leute raus. Ach, und da hinten ist jetzt ein Pausenplatz, oder was? Ja, ich glaube schon, ja. Sieht so aus. Ja, Fahrplan abgeben kann ich ja eh nicht. Den Bus habe ich jetzt auf den letzten Metern sogar noch kaputt gekriegt. Schon wieder. Glückwunsch. Herzlichen Glühstrumpf. Oder war das gar nicht die Haltestelle? Na, ich muss hier ums Eck auf jeden Fall. Einmal um Pudding. Ja, Pudding nicht. Ah, ich muss da rein. Oh, das ist aber ein bisschen... Ach, die Endlinien fahren dann hier rein. Okay. Gut zu wissen. Dann mache ich das doch. Und dann werde ich wahrscheinlich hier die Fahrgäste hätte rausschmeißen müssen. Wäre ich hier hätte rausschmeißen müssen. Gutes Dutsch. Gutes Dutsch, ne? Ich blieb die Mühe stehen. Was? Er bleibt da mal da stehen. Ich bleib da mal da stehen, habe ich gesagt. Ach so. Genau. Ja,
das war die Linie 316 mit Hindernissen und mal gucken. Die anderen Linien fahren wir bestimmt auch und dann auch hoffentlich so, wie es sich gehört. Erster Eindruck ist ganz nett, wirft mich nicht vom Hocker, so wie Stefan auch gesagt hat. Sie ist jetzt nicht das spektakuläre Ultima für OMSI 2, aber sie ist angenehm. Ich würde sie auf jeden Fall wiederfahren. Eure Meinung dazu in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich über Abos, Likes und Kommentare. Bedanke mich bei meinen beiden Mitstreitern, von denen einer kaum was gesagt hat. Ja. Genau. Magst du dich noch was erwähnen, Mario? Ja, am Samstag ist Livestream. GTA Online mit Lumpi, Nick, Stefan und moi. J'ai moi. Wir machen die Straßen umsicher. Schaut nochmal in die Livestream-Ankündigung rein. Video auf dem Kanal. Wir sehen uns dann spätestens Samstag 18 Uhr live. Tschüss.